Oh no, mein Bogen ist kaputt. Mein Bogen ist kaputt. Du machst immer noch so viel Schaden. Dass du die out of existence siehst. Nee. Huch. Nice, 95. Spann schon. Nice. Meine Rüstung ist auch beschädigt. Ich würde mal gucken, dass wir wieder zurückkommen. War nicht hier irgendwo... Ah, hier in deine Richtung ist so eine Festungsruine. Da ist ein Schnellreisepunkt. Hätte gesagt, wir gucken mal, dass wir da wieder hinkommen. Zum Schnellreisepunkt. Machen wir eine Schnellreise. Wieder zurück. In unserer Base. Und dann kann ich mal... Dann können wir das Lager auf 7er ballern. Hm. Ja, mein... ich glaube, ich werde niemals 5 Lambal fangen. Aber es wird einfach... Schwert, verlier nicht den Glauben. Ich habe gerade ein selbstzerstörerisches Cliffhanger. Ich habe keine Preiswerden mehr. Nein! Kannst du es fangen? Yo! Das ringt zurück. I need to go home. Ja, meine Rüstung ist nämlich auch kaputt. Ich habe extrem viel eingesteckt. Jetzt hätte ich wieder eine Preiswerte. Was haben wir hier? Okay, jetzt ja. Ich hab ich jetzt. Komm schon. Ja, 100%. Ich habe keine Passwörter mehr. Noch ein Lambal steht vor mir, aber ich habe keine Passwörter. Eine Passwörter geben. Eine. Ich brauche sogar nur eine. Eine Passwörter. Hallo. Komm, ich gebe dir eine. Eine Passwörter. Ja. Dankeschön. Dankeschön. Lambal. Ja. Komm schon. 100%. Nein. So, wo ist denn hier die. Wo sind hier die Statue? Hier geradeaus. Ah, guck mal da. Noch nie. Fancy. Das sind Truhe. Ich brauch die Truhe. Ey, lass mich auch mal eine Truhe holen. Ich brauch die Truhe. Hey, nee, das ist keine Truhe, das ist keine Truhe. Brauchst trotzdem. Doch, da rechts ist eine Truhe. Ja, meine Truhe. Meine. Das heißt eine Notiz. Das heißt eine Truhe. Oh, 20 Pfeile. Und wieder ein Stahlschlüssel. Ich habe jetzt schon 3 Stahlschlüssel. Ich habe keine Preiswerden mehr. Ich muss zurück. I need to go home. Das sieht so cool aus. Ich will es das haben. Ist so ein Mantarochen. Dann schnapp dir eins. Krieg ich die auseinander? Weiß ich nicht, welches Level sind die denn? 4. Ja, 4 Level 4. Level 4 ist ja eine Balle. So, wenn wir zurück zum Lager gereist. Ich brauche nämlich. Ich muss nämlich mal reparieren. Reparieren meine Rüstung. Einmal reparieren. Mein Bogen reparieren. Beziehungsweise, warum habe ich den Bogen repariert? Das war echt, glaube ich, eine dumme Idee. Weil den Bogen wollte ich nämlich dann direkt mal austauschen gegen einen Dreifach. Gegen einen Dreischussbogen. Wobei dieser Dreischussbogen mich 50 Holz kostet. Dann zieh. Was ist das hier? Der hat auch mehr Muskeln als Verstand. Okay, dann macht ein bisschen Damage. Was heißt das? Mehr Muskeln als Verstand. Plus 30 Angriff, aber minus 50 Arbeitstempo. Jo, nee. Ich habe keine Pulswehr mehr. I'm so dumb. Achso, ich muss auch noch meinen Dire Wolf hier einmal reinmachen. Der 10 Minuten brauchen die immer. Das ist halt echt. Das ist halt krass. Okay.
Oh, mein Ekedia. Mein Ekedia wird Ekedian. So. Einen Zerkleinerer brauchen wir. Dafür brauchen wir noch extrem viel Holz. Dann, gehen wir mal hin und legen mal hier so ein bisschen was ab. Sortieren das da mal. Nee, das da kommt raus. Ich glaube, wir brauchen noch eine Truhe. Eben, ich würde vielleicht langsam darin übergehen, die ganzen Truhen und Bänke und so vielleicht drin aufzustellen. Truhen und Bänke drin aufstellen? Das Ding ist halt, ich weiß halt nicht, wie die Pals sich verhalten, wenn das Zeug da drin steht, weil die machen ja die Truhe voll. Die gehen ja hin und machen dein Trüchchen voll. Das wäre eigentlich keine Rolle spielen, wo die nicht. Im Normalfall glaube ich nicht. So. Da mal rein. Im Normalfall sollte das nicht der Fall sein, aber naja, das ist schon Normalfall. Noch ein bisschen Gold. So. Wir könnten noch einmal schlafen gehen. Dafür da wäre ich ein großer Fan davon, einmal sich hinzulegen. Gucken, ob das reicht, wenn ich alleine das mache. Nein, natürlich nicht. Es reicht nicht. Mensch, ich sorge gerade dafür, dass ich nicht verhungere. Ich habe ungenutzte Statuspunkte. Machen wir noch einmal auf. Aufgewicht. Let's go. Nice. So. Dann gucken wir mal, kann ich den Zerkleinerer bauen? Nee. Genau. Das hat ja zu viel Holz gefehlt. Dann holzen wir hier mal wieder ab. Ich finde das auch sehr gut, dass das echt so schnell nachspawnt. Das gefällt mir richtig gut. Man kann nicht so lange warten, bis hier das ganze Holz wieder nachgespawnt ist. Muss man aufpassen, weil manchmal backen die sich dann so ein bisschen ins Haus ein. Bäume. Ja. Ja, das kann natürlich passieren. Das ist wohl wahr. So. Dann der Zerkleinere. Den Zerkleinere, den stellen wir mal hier hinten hin. Meine Army an Lambalds, Tansys und Penguins. Helfet sie mir. Sehr schön. Dann können wir noch einmal die Parkerbox verbessern. So. Können wir gerade mal unsere Technologien durchgehen? Wer was gilt? Ja. Können wir gleich machen. Technologien. Also. Ja. Ich habe den Zerkleinerer, ich mache die ganzen PAL-Gegenstände, also wenn du da was haben willst, sagst du einfach Bescheid. Mhm.
Ich habe den Dreischussbogen geskillt, den primitiven Hochofen. Ich würde dann hier hochwertige Werkbank. Und dann könntest du ja. Metallaxt und Metallspitzhacke vielleicht skillen. Ja, hab ich. Dann gehe ich hochwertige. So, dann noch mal das. Soll ich dann noch die Sandsäcke holen? Das ist halt Frage, ne? Ich setze Pelz hier ein, um sie nach Feinden Ausschau halten zu lassen. Wäre ja, natürlich eigentlich ganz cool, ne? Also wir brauchen auf jeden Fall jetzt eine heiße Quelle. Wir brauchen einen Hochofen und wir brauchen noch einen Bärengarten. Okay, hast du den Baseballschläger schon? Nee. Das wäre für eine Nahkampfwaffe actually relativ cool, wenn du den holen wollen würdest. Dann nehme ich den noch. Gleitschirm. Den habe ich. Da muss ich nur mal bauen. Da brauche ich 2 Stoff dafür. Ja. Soll ich dann noch die Schlingenfalle und die Alarmglocke holen? Die Schlingenfalle und die Alarmglocke. Auf dem bitte. Machen wir 10 Stoff. Ja, kannst du machen. Die Alarmglocke, weiß ich jetzt nicht. Die Schlingenfalle, die könnte man irgendwo smart hinstellen. Dann könnte man da immer ein paar Piles auf jeden Fall. Ein paar Piles könnte man da auf jeden Fall überraschen. Ja. Bin ich mir sicher. Dann passt das doch soweit. Eine heiße Quelle. So, da kommen schön. Direkt alle angerannt, natürlich. Für die schönen Sachen kommen sie direkt. Ja, natürlich. Genauso machen. Okay, also die ganzen Halsdinger, Halsband und so ein Dings kann ich nicht machen, weil wir keine Palladium-Stücke haben. Wir müssten echt mal einiges an Palladium-Stücken nochmal farmen. Mache ich mal gerade. Damit wir hier mal so irgendwie so 20 oder so haben. Okay. 20! So that we have 20 of them. So. Ich schaue. Wie immer. Palladium, Palladium. Dum, dum, dum. Ich frage mich, ob es vielleicht irgendwann später auch so ein Palladium-Bergabbau-Ding gibt. Das wäre lustig. So. Ich habe nämlich natürlich auch absolut so, 20 Stück haben wir mal wieder. Dann kann ich vielleicht mal hingehen und kann so ein paar Dinger machen. Aber ich bräuchte noch ein Leder. So. Du hast doch jetzt auch einen Melpaka, ne? Jetzt die Frage. Willst du für den Melpaka einen Sattel oder willst du für deinen Dire-Howl einen Sattel? Noch kein Melpaka. Ah, die... Oh, nevermind. Stimmt. Den hat aber mein Dire-Howl ist ein Angsthase. Okay. Kann man das auch swappen später? Nee. Also ich glaube nicht, deswegen fangst du halt ganz viele davon, dass du halt irgendwann ganz viele Passiven hast und dir dann halt die coolsten raussuchen kannst. Glaube ich zumindest, dass das dann so ist. Eine Palsphäre habe ich. Dann nehme ich den erstmal. Okay. Ganz ehrlich, ich baue jetzt hier ganz viel Stein ab. Sortieren. Vielleicht noch. Da können wir einmal essen. Ich baue jetzt mal unser Haus fertig.
sieht auf Dauer blöd aus, wenn hier so ein halbfertiges Haus in der Gegend rumsteht. Ah, ist nö. Nö, nö. Alles okay. Ne? Gut, ich habe nur noch Essen. Ich baue jetzt ganz viel Stein ab. So extrem viel Stein. Und baller das alles in den Zerkleiner. Weil der Zerkleinerer macht Paldeo-Stücke daraus. Soweit ich weiß. Aus Stein. Und dann haben wir nämlich ganz viel Paldeo-Stücke. Und da wir sowieso hier das ganze, den ganzen Stein abbauen müssen. Also ich würde den halt immer wieder abbauen, weil der spawnt halt immer wieder nach. Quasi Infinite Stone Reserve. Gleich auch noch unten diesen Baum neben unserem Haus abbauen. Der geht mir nämlich so ein bisschen um Keks. Ja, kann ich auch noch machen. Das awesome. Ja, schwer davon aus, gerade, ja. Hä? Auf der anderen Seite? Dann sei. Ach, der da. Okay. Dann wird der da abgeholzt. Macht ja nichts. Weg damit! Okay. Dankeschön. Now. Ja, mache ich uns mal noch Gleitschirme. Beziehungsweise gebe ich gleich hier meinen Auftrag. Und dann fülle ich mal hier das da so ein bisschen auf. Okay. Nach Level. Okay. Alright. Technologies. Wir müssen. Ich muss noch einen primitiven Hochofen und noch einen Bärengarten. Gut, den Bärengarten, den kriege ich doch hin. Das ist doch auch kein Problem. Mal direkt hier so hingesetzt. Nice. Und dann brauchen wir noch einen primitiven Hochofen, der natürlich auch hier so in die Nähe gesetzt wird. Wofür ich nicht genug Material habe, weil da nämlich Holz. Ganz viel Holz. Oh, ich baue ein Haus. Ach, du bist wieder Holz am Klauen. Oh, klar mal. Ah, warte, nee, stopp, wir haben hier wahrscheinlich noch extrem viel Holz drin liegen, oder? 15. Naja, extrem viel ist jetzt auch. Was anderes. So, dann nehme ich mir das auch einfach mal aus meinem Inventar und baue das. Aus meinem Inventar heraus. Hier so hin. Army! Komm mit und hilft mir! Also den Baum neben dieser heißen Quelle finde ich echt schön. Der kann bleiben. Na dann. Dann versuche ich den nicht anzubieten. Nice. Okay, wir können schon wieder unsere Paradox verbessern. Eine Pharmaziewerkbank, baue hochwertige Werkbank, setze Paar im Lager. Okay.
Ich guck mal gerade, was bräuchten wir denn noch für ein paar? Ich glaube, einen, der abbauen kann, ne? Mal den hier. Der Mega wuchs. Okay. Schon wieder neue Technologien. Nein, noch nicht. Gut, die kann man noch nicht machen. Kannst du mir eine Metallaxt? Ah ne, dafür brauchen wir Metallbarren. Warte, ich mach mal gerade ein paar Metallbarren. Um, 36 Stück kann man hier machen. Okay. Hast du dir einen einfachen Gleitschirm schon geholt? Ja, gut. Gut, okay. Der nächste ist schon. Der nächste ist, glaube ich, ich mach da gerade. Der gute Fox packt ich auch dabei, ein paar Metallbarren zu machen. Ich habe mal einfach alle gemacht jetzt. War mir relativ. Ich leg die Eier mal noch hier rein. Ich hab noch Pelz und Bauteile. Das würde passen. Stoffkleidung war fast kaputt. Ja, die Holzkeule kann ich eigentlich kaputt gehen lassen. Jetzt komm, weil ich ein guter bin. Du kriegst jetzt was richtig Geiles. Da will ich aber auch dir, das will ich direkt sehen. Will ich direkt sehen, was da abgeht. Oh, Pulswerk. Sehe, was hier tut. Oh, noch ein paar Pulswerk. Ich möchte noch ein paar viele Pulswerk. Steht die Hälfte. So, haben wir noch. Da liegen über, haben wir noch ein bisschen. Haben Sie keine Ausdauer mehr? Das kann happen. Ich backe so ein bisschen. Einfach so ein bisschen backen. Ein bisschen backen? Ja. Jetzt geht das Daydream einfach weg. Warum geht's weg? Das ist doch Putzmunder. Was tut das? Geht es schlafen oder das? Nee, was macht denn das? Erntet das? Das erntet. Okay. So. Oh, super. Okay. Brauchen halt noch ein paar Palladium-Bruchstücke. Ich bin gerade am überlegen, ob wir hier nicht einfach. Oh, super. Oh, echt viel. Oh. Wirklich ein bisschen viel Stein. Ein bisschen, das ist echt viel. Ein paar Bruchstücke zu machen. Da ist noch nichts. Was war das da? Schon aufgelöbelt. Ah, kannst du gleich hier Eisenspitzhacke und so machen? Meine Pals fehlen, ne? What did you do? Lammball. Lambelle. Lambelle. Ich will mal gucken. Okay. So, ich kann noch ein bisschen essen.
So, du wolltest. Was denn? Na, Bruchstücke, Bruchstücke und die Steine. Bruchstücke, Bruchstücke und die Steine. Nice. So. So, wie rüste ich den Sattel denn aus? Ist schon automatisch ausgerüstet, wenn du jetzt deinen Pfahl rausholst. Und mal deinen. Komm mal raus und dann drück mal F. Oder F gedrückt halt. Oh mein Gott. I want one too. Aber wir haben kein Leder mehr und wir haben kein Holz. So. Du kannst auch schon eine hochwertige Werkbank bauen. Eine hochwertige. Ah, ne, ich kann die hochwertige Werkbank bauen, aber dazu bräuchte ich Nägel und. Muss ich mal gerade gucken. Bank hier ist echt cursed. Wie komme ich hier nicht dran? Ich finde, das steht alles zu nah aneinander. Weil du nie weißt, was du gerade anklickst. Dann, warte, dann. Buggy. Oh nein. Also die eine funktioniert. Die da baue ich mal gerade ab. Bauen wir jetzt hier. Dann baue ich die mal hier so. Niemand helfen will, Nägel zu machen. Doch, doch. Da kommt schon mal. Und ich bin auch noch dabei. Zehn Stück brauchen wir. Zehn Stück Nägel. Wenn wir die haben, dann brauchen wir aber noch ein paar Metallbarren, glaube ich. Noch eigentlich ziemlich viele Metallbarren. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen Erz abbauen gehen. Jetzt muss ich mal gucken, wo hier noch irgendwo Erz in der Nähe ist. Will ich auch mal. Also wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen Palladium. Ich will auch immer Palladium sagen. Es liegt halt auf der Zunge so. Kannst du Metallspitzhacke und so machen? Ich glaube, würde dann wahrscheinlich sogar schnell gehen. Wir haben antike Bauteile. Wo haben wir die denn her? Hast du die bekommen? Die habe ich gefunden, ja. Ah, okay. Ich habe mal alles da reingemacht. So, ich bräuchte dann aber wahrscheinlich so eine bessere Werkbank. Ah, du brauchst die bessere Werkbank dafür. Ja, dann müssen wir, glaube ich, wirklich noch ein bisschen Erz abbauen gehen. Ich habe noch Platz. Ich mache meinen Packer hier raus. Wollen wir noch einmal kurz schlafen gehen? Einmal kurz Sleepy Sleep machen. Sleepy Sleep. So, und dann gehe ich mal auf die Suche nach ein bisschen. Nach ein klein wenig Erz. Ich glaube, hier oben war noch. Hier oben war Erz.
habe ihn wieder. Da ist noch. Ist noch ein Notiz? Eins Notiz? Notiz, wo noch ein Schiff brechen. Tag 2. Tag 2. Tag 2. Bei einem Erkundungsspaziergang fand ich eine Sphäre, die ein seltsames blaues Licht ausstrahlte. Ich saß sie beiseite und eine Kreatur, die zufällig in der Nähe war, leuchtete geheimnisvoll auf und wurde scheinbar von der Sphäre abgelöst. Ungläubig hob ich die Sphäre auf. Die Kreatur formierte sich aus dem Licht wieder neu und sah mich grinsend an. Zu meiner endgültigen Überraschung half mir das Wesen sogar, eine Hütte zu bauen, um mich vor Wind und Wetter zu schützen. Ein echter Kumpel in Not. Ich beschloss, die Kreatur liebevoll Pal zu nennen. Der Insel gab ich passenden Namen dazu, Palagos. Tag 3. Einer meiner Erkundungstouren stieß ich auf alte Ruinen. Ist das die Insel war vor langer Zeit einmal bewohnt? Als ich die Wandmalereien entzifferte, entdeckte ich, dass sie den Herstellungsprozess jener geheimnisvollen Sphären beschreiben. Anscheinend lassen sie sich einfach aus Holz und Stein herstellen, indem man das eigenartige Blauerz, das man auf der Insel finden kann, ich nenne es Einfachheit halber, Palladium, Erz als Katalysator verwendet. Ich werde die Herstellungsmethode auf meinem Gerät aufzeichnen. Ich habe auch einen verletzten, bewegungsunfähigen Pal gefunden. Ich habe vorsichtshalber eine Sphäre auf ihn geworfen und konnte so tatsächlich einen neuen Pal einbauen. Yes. Der Schiffbrüchige. Der Erste. Der Erste, der Allererste, der hierher kam. The one and only. Pal-Tamer. Okay, also ich habe auf jeden Fall dann so ein klein wenig Erz. Perfekt. Ich so. Auch. Ich habe gerade festgestellt, wenn man überladen ist, bezieht sich das nicht auch auf das Reittier. Nice. Das ist immer gut. Also, wie sieht das mit Fallschaden mit dem Reittier aus? Auch kein. Perfekt. Sehr schön. Ups! Ich habe vielleicht so einen Kaliber mal kurz umgerempelt. So. Einmal hier runter. Und dann die Metallbarren hier rein. So, nee, kann ich ja gar nicht, weil das muss ja erstmal fertig werden. Jetzt unsere Ärzte. Ich habe aber das da. Perfekt. Noch ein paar Palsphären machen. Hä? Was ist jetzt los? Oh! Ups! Ich glaube, mein Melpaka hat das Katzending gefightet und ein wenig getötet. Okay. Ich meine, ganz sanft und liebevoll zu Bett gebracht. Sanft und liebevoll. Mhm. Es ist nicht draufgetreten, nein. Mich mal mitarbeiten hier. Geht auch viel schneller. Ja, hast du gut gemacht. Kannst direkt die nächste Ladung machen. So gut gemacht, dass direkt die nächste Ladung fertig ist.
Ich kann die Werkbank gleich sogar schon machen. Kann die sogar schon längst machen. Ich brauche nur extrem viel Holz. Wie viel Holz haben wir hier? 28. Ja, dann nehme ich die doch mal. Gib mir das Holz. Nein. Ich will nicht auf die Werkbank zugreifen. Ich will hier auf eine Truhe. Ziemlich umständlich, diese Truhen. Aber nein. Who cares? Einmal bauen. Und zwar hochwertige Werkbank. Damit. Man braucht ja ein bisschen mehr Holz. Und zwar so 50. Was sagt denn unser Holzbaustation dazu? Null. Wow. Ja, da habe ich gerade was rausgeholt. Und man muss aber auch dazu sagen, hier der mein Daydream. Also ich glaube, das ist meine Esse, ich weiß es jetzt gar nicht. Der ist auch sehr fleißig. Der nimmt auch immer wieder ein bisschen Holz raus. Ich habe davon aktuell alle deine Platz. Ah. Okay. Die sind sehr fleißig. Das Geheimnis ist, sie nicht stehen zu loben. Stehen den lassen. Den da? Auch. Okay. Gut. Okay. Der spawnt aber immer wieder, ne? Der spawnt sogar eigentlich. Ja. Okay. Naja, passt. Übrigens liegen hier ganz viele. Ah ne, die Beeren werden weggetragen. Okay. Ne, doch nicht. Ich habe die Beeren eingesammelt. Ich habe nicht Beereninventar. So, ich komme nur nicht gerade irgendwie von meinem Steierhaus runter. Ich verstehe mit nicht F warum. Gedrückt halt. Bringt nichts. Dann kommt nur F Stein. Was? F Stein? Wie funktioniert das immer? Okay, normalerweise war es F gedrückt halten. Jetzt, wenn man gleichzeitig von einer Klimme, ich kann auch nochmal reden heute Abend, ne? Klippe springt und F drückt, dann funktioniert es. Okay. In der Loop. Perfekt. Okay. Also heute ist echt. Ist schwierig, ne? Schwierig. Wir sind ja auch schon 2 Stunden und 40 dran. Nächstes Mal so ein Energy Drink und dann. Passt das nicht. So. Wir haben ganz viel Holz. Ganz, ganz viel Holz. Oh mein Gott. Das Haus. Uff. Das ist ja riesig. I like it. I like it. So, wir haben ganz viel Holz jetzt. Ja, same, ich komme. Und das bedeutet, ich kann jetzt die hochwertige Bank endlich machen. Die ich. Ich will die mal. Ich will die mal einfach so hier so dann. Ich meine, man kann die ja nachher. Kann das ja ein bisschen schöner machen. Irgendwie noch am Häuschen anbauen, Processing und so einen eigenen Dings. Hier kannst du die aber machen, oder? Kannst du hier die. Die Metallspitzhacke? Ja. Ja. Yes. So, dann mache ich mal gerade 2. Jawohl, perfekt. I am helping, Daydream is helping. We are all helping. Und ich. Nehmen wir mal gerade eine, ja. Weil irgendwie muss das es abbrechen. Währenddessen kannst du gerne mal gucken. Ob unsere lieben Twitch-Zuschauer noch da sind. Weil der manchmal mit mir ein bisschen laggt. Vielleicht liegt es auch nur an mir. Nur zur Sicherheit. Ich glaube. Dann macht uns gleich noch Metall.
Ich glaube, das ist alles okay. Also er sagt mir hier 6 ausgelassene Frames, also auf irgendwas 500.000. Wundervoll, dann bräuchte ich jetzt nur noch 4 mehr Metall. 4 mehr Metall? Ja. Ganze 4? Ja. Ist 20 sind da drin. So, dann so, Metallspitzhacke. Oh. Ne, warte, Metallspitzhacke, die habe ich jetzt. Und die Ei, die Steine kann ich jetzt auch. Mach mal. Ich gehe noch mehr Stein holen. Okay. Ich mache. Einfach machen. Ich mache. Ich glaube, die legen sich selber Beeren in ihr Ding, oder? In ihren Futtertrog. Mhm. Gut. Aber ich versuche immer zwischendurch welche zu braten. Weil, wer da? Die essen die immer roh. Die mögen die anscheinend. Roh. Okay. So, einmal die Metallaxt hier rein. Weißt du, was mir unbedingt bräuchte? So ein Pan mit Feuererzeugung. Damit endlich doch hier mal Essen gekocht wird. Warum macht ihr das da nicht? Weil der Metallbreit. Hast du schon Metallaxt? Ich habe eine Metallaxt, ja. Ich gehe jetzt hin und baue jetzt ganz viel Stein ab. Und werf das in den sehr kleinere rein. Oh ja. Oh ja. Oh, das gibt viel Stein. Das gibt viel Stein und das gibt viele Palium-Bruchstücke. Abbrechen. Ist auch immer okay. Ich glaube, Palium-Bruchstücke actually droppt es nicht mehr, wenn du die Vorkommen abbaust. Also, es droppt halt wirklich nur deutlich mehr Stein. Aber dafür kannst du halt den Zerkleinerer benutzen. Genau, der Zerkleiner ist halt wirklich, der Zerkleiner ist halt dann Gold wert. Hallo. Ruhe. Ruhe. Sortieren. So. What we need is jetzt noch eine mittelalterliche Pharmaziewerkbank. Was denn? Wie ist der Pinguin aufs Dach gekommen? Der Pinguin auf dem Dach? Der ist halt ein bisschen hungrig. Ich glaube, warte. Wie kam der da hoch? Kann man hier. Ja, man kann hier hochklettern. Ach, du lieber Pengu. Du Armer. Pengu weit werfen! Geht ihn runter! Hui! Oh. Nee. Ach man, ich hab jetzt ein bisschen buggt. Hm? Warte, ich werf die mal in den Futterdruck da rein. Ja, okay. Perfekt. Okay. Ach, Zuweisung zu Baum erfolgreich. Was? Zu Baum? Zu Baum. Natürlich zu Baum. Okay, perfekt. Sehr schön. Wow. So, wie viele Palsphären hast du denn? Zu wenig. Wie viele sind zu wenig? 7. Okay, das ist echt zu wenig. Warte mal. Ich mache hier noch gerade ein bisschen Holz rein. Dann brauchen wir noch extrem viel Stein. Ach Gott, wir haben ja hier direkt so ein Erzvorkommen. Okay, jetzt bin ich gespannt. Oh, warte, ich muss meine. Ui, das ist wirklich. Also, da droppt man gut raus. Mit so einer Hacke. Ist wirklich gut.
ist auch quasi direkt abgebaut. Weil ich auf der anderen Seite stehe. Ja, klar, aber trotzdem. Ist halt wirklich sehr, sehr schnell abgebaut. Dann leg ich das doch mal wieder. Nice, Metallbarren sind auch wieder fertig. Dann machen wir direkt die nächsten. Machen wir hier nochmal die Metallbarren rein. Stein, Stein, Stein. Ich brauche noch ganz viel Stein für Aalsphären. So, ich mach hier. Ich brauche hier den Stein auch mal nochmal ab. Du droppst halt immer. Also dadurch, dass die halt wirklich so 120 Damage an dem Stein da macht, droppt die halt immer zwei oder drei Steine gleichzeitig. Fox Parks kommt seiner Arbeit nicht nach. Der Palschein ist ein bisschen müde, deshalb scheint er. Nachlässig wäre. Warum bist du müde? Wegen dem Metall. Weil er krank ist. Nee, er ist krank. Oh Gott. Ja, warte, ich habe ihn noch. Warte mal. Warum bist du krank? Was hast du denn? Was hast du? Arbeitskondition. Er hat eine wenig. Der hat wenig geistige Gesundheit. Der kann anfangen im Lager zu randalieren. Oh mein Gott. No. Lass den doch mal ein bisschen. Bist du hungrig? Warte, ich bring dich zum Essen. Ess. Persönlich zum Essen getragen. Das ist Luxus. Vielleicht braucht der ganz viel, Vielleicht braucht er ganz viel Fleisch oder so. Ich mach mal Fleisch hier rein. Mach dir so ein Eichhydria-Braten. Let's go. Also ich bekomme selbst mit der Metallspitzhacke noch Kalium-Bruchstücke mit. Ja, das. Nee, mit der Stein kriegst du die auch raus, aber halt nicht so viele. So, komm. Ich mach dir das da rein. So, warte. Ah, guck mal. Der hat sich jetzt einfach mal. Der schläft jetzt einfach mal im Onsen. Easy. Dann guck ich mal, dass wir noch ein paar Aalsphären machen können. Wie viele haben wir denn da? 11 Stück. Ich brauche noch ein bisschen Stein vorbei. Was brauche ich denn noch für Palsphären? Noch ganz viel Holz. Wir haben kein Holz mehr. So, mal gucken. Was haben wir hier? 6 Holz. Nein, das ist halt nicht viel. Machen wir das dann mal weg. Oh ja. Oh Gott. Bäume auch quasi direkt am Fallen, ey. Sehr schön. I like. Das gibt viel, viel Holz. Viel, 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 viel Holz. Ich bin, glaube ich, überladen. Ja, natürlich. Weil ich Beeren essen muss. Ganz bestimmt. Nope, das ist es nicht. Weil ich Erze abwerfen muss. Das ist es actually auch nicht. Egal. Ich mache jetzt aber nicht. Ich habe halt noch ein bisschen viel Stein dabei. Ich den Stein ab. So. Dann kann ich jetzt hoffentlich einige Palsphären in Auftrag geben. Rezept wählen. Ja, so 32.
Let's go. Easy. Okay, das sind schön. So, so. Tieren. Wie viele Passwörter hast du jetzt? Wir teilen die gleich mal auf. Wenn die 31 da fertig sind und dann teilen wir die mal auf. Oh, hey! Na? Es ist so cute. Es ist einfach so cute. Es erinnert mich an Nachtschatten. Nachtschatten? Aus Drachenfilm leicht gemacht. Ah. Na gut, er war halt schwarz. Er wackelt auch manchmal so mit den Ohren. Wackel, Dackel. So. Nehme ich die mal. Dann wirf mal deine. Ich wirf mal deine komplett ab. Ja, wirf mal deine komplett ab. Ah, oh, danke. bitte. Danke. Oh, noch ein bisschen Ei. Sie müssen sie auch nehmen. Ja, warte, ich esse hier Spiegelei. Achso. Gut, dann können wir einmal schlafen, hätte ich gesagt. Und dann gehen wir doch mal. Dann gehen wir doch mal zurück an diesen. An den Strand. Und holen uns dort so was Cooles. Einen von den coolen Boys. Das ist gut. Mann tauchen oder wie die Dinger essen oder was da ist. Super. So. Hey. Den Namen nicht gesehen. So, wo kann man jetzt ist nur die Frage, wir können hier glaube ich nicht schnell. Doch, wir können von hier aus schnell reisen. Einmal in die Festungsruine. Achso, warte, hast du noch den Baseballschläger für mich eigentlich? Nee. Hab ich schon. Hallo, Henno! Kein Baseballschläger? Wir brauchen leider 30 Holz für einen. Wir haben 6. 30? Holz. Also, haben wir. Da hinten muss er. Da muss er aber liegen, muss doch da. Nee, okay, da liegt nichts. Dann die gehe ich auch noch ein bisschen fahren. Aber je höher mein Level wird, desto mehr Ausdauer verbrauchen auf jeden Fall. Was? Ehrlich? Meine Ausdauer ist direkt immer weg. Ja, gut, weil. weil du keine Ausdauer-Skill hast. Ne? Meine Ausdauer ist zum Beispiel. Die hält quasi ewig. Ich habe jetzt, glaube ich, 6-mal Ausdauer-Skill. Die ist ewig, ist die. Ne? Okay. Okay. Foxparks hat 14 Metallbarren produziert. Nice. Der alterliche Pharmaziewerkbank. Die müssen wir auch noch bauen, ja? Aber dafür habe ich keinen. Dafür habe ich das. Rein da. So, jetzt haben wir aber genug Holz haben. Helft dir. Nice. Nice Baby. Ah, ich bräuchte noch. Warte mal. Ich mache uns mal gerade noch die. Ich würde uns den besseren Bogen machen, hätten wir noch Stein. Warte, ich baue mir hier gerade noch Stein ab.
Weg mit dem Stein, ganz allein. So. Bau uns mal ein Regal oder so rein. Dann damit wir noch die Option haben, unsere alten zwei Bögen Wachen zu legen. Okay, dafür haben wir. Warte mal. Dann kann ich hier noch Pfeile links geben. Machen wir hier mal 15 Pfeile. Und hier noch welche? Warte mal. Hä? Hm? Was? Sind die Pfeile? Okay. Keine Ahnung, wo die Pfeile hin sind. Ach so, nee, stopp. Wahrscheinlich hast du gerade irgendwas gebaut. Ja. Okay. Dann sind einfach nur die Materialien verschwunden. Die Materialien. Set. Bye bye. Genau. Eva's happiness said hello. Hello. Hiho. So, einmal Bogen. Jetzt kommt dein Bogen. Ja, danke, dass Sie mal helfen, Herr Daydream. Schön, Sie auch mal zu haben. Ich bin so dumm. Okay. Was denn? Warum? Ich verwechsel wieder E und U. Dann war es nur noch 29 Bälle, hä? 28. So, den alten Bogen, den kann man entsorgen. Let's go, verschrotten. Wie, kannst du, 32 Pfeile habe ich noch, das ist gut. Aber der wird wahrscheinlich immer drei Pfeile verschießen. Machen. Was? Drinnen in die Kiste kannst du die auch machen. Was kann ich in... Wo kann ich was in die Kiste machen? Bei deine alten Sachen. So, nee, warum? Im Fall der Fälle, dass wir mal sterben und aber was bräuchte, um unsere Sachen einzusammeln. Das wäre zu smart. Das wäre legit zu smart und so, ne? Also, da muss ich ja jetzt ganz ehrlich sagen, das ist mir zu hoch, zu weit gedacht. Ich bin da nicht, das, und so. Brauchen wir denn zwei Bäume vor der Türe? Welchen der zwei darf ich denn abfällen? Oder brauchen wir echt beide? Okay. Das war noch gut um die Türe. Dann noch mehr Pfeile. Weil ich glaube, mit dem Dreifachbogen schießt immer drei Pfeile auf einmal. Ich habe auch gar keine Pfeile mehr aktuell. Also. Drei Stück. Gucken wir mal. 26 ist vielleicht ein bisschen viel. Dann machen wir hier noch welche. Und holst du dir den Dreischussbogen noch? Ne?